Meine Bachelorarbeit untersuchte Spielspaß an Videospielen. Ralph Costa sagt nämlich, dass Videospiele am Ende immer aufhören, Spaß zu machen. Themen wie Psychologie und Game Design wurden angesprochen und für die Untersuchung wurde von Grund auf ein Spiel entwickelt. Das ist der Einzelspielermodus. Das ist der Mehrspielermodus. Das ist der Einzelspielermodus. Das ist der Mehrspielermodus. Das Game Design ist von Ultimate Chicken Horse, aber die Soundeffekte und Texturen wurden selbst gemacht. Ein Spiel macht nur so lange Spaß, solange es dem Spieler neue Probleme anbietet, die er lösen kann. Sind alle Probleme gelöst oder komplett durchschaut, macht es keinen Spaß mehr. Im Mehrspielermodus entstehen jede Runde neue Probleme, um ans Ziel zu kommen. Eine natürliche und zufällige Quelle an Problemen hält die Spieler bei Laune und der Spaß hält an. Verglichen mit dem Einzelspielermodus, welcher einen festen Parcours hat und sich niemals ändert. Es wurde ein Experiment durchgeführt, wo jeder Proband erstmal den Einzelspielermodus bewältigen musste. Tut mir leid an diejenigen, die es nicht geschafft hatten. Danach wurden sie mit anderen Probanden in den Mehrspielermodus geworfen, wo sie gegeneinander gespielt hatten. Nach der Multiplayer-Runde wurde eine Umfrage ausgefüllt und die Ergebnisse dann analysiert. Insgesamt haben 47 Personen am Experiment teilgenommen. 20 davon waren der Ansicht, dass der Mehrspielermodus mehr Spaß gemacht hatte als der Einzelspielermodus. Die Stichprobe ist zwar zu klein, um eine signifikante Aussage zu treffen, sie zeigt jedoch einen befürwortenden Trend zur Costas Aussage.